Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Euro Truck, American Truck, leck mich da am Arsch. Multiplayer mit Maurice, meine Fresse, ist das schlimm heute, ey. Guten Tag, ja, hier sind wir verrecken gerade. Ja. Ja. Wenn wir hier links wieder runterfahren, dann war genau da, wo wir gerade waren. Wie viele Linien gibt es da drauf? Du hast ja gerade den Liniennetzplan vor dir. Ja, muss ich mal eben hören. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, also mit 10 Linien oder so. Kommt da jetzt ein LKW? Habe ich ja die Arschkarte voll hingezogen. Kommt keiner. Also, geil. So um die 10 Linien müssten es sein. Willst du überholen? Ja, also wie gesagt, 10 Linien, das kann ganz gut fahren und ist auch nicht so fressend, also natürlich klar, es ist viel mit, natürlich viele Häuser und so weit verbaut. Aber es ist jetzt kein Gladbeck. Nein, also es ist auf jeden Fall einiger angenehmer fahren. Ich habe jetzt noch keine Folge aufgenommen von der Weite, wie das aufnahmetechnisch ist. Ja, und ist bei mir immer so ein Kriterium, was ich ungern aufnehme. Ja, also bei mir läuft es flüssig. Ich habe auch ein paar Einstellungen angewendet und das läuft richtig flüssig jetzt. Ja, du hast ja hier zur Zeitziehenwoche hast du ja mit Dings gesprochen. Ja, genau. Und da hatte ich mal einen gefunden, der mir da helfen konnte. So, 10 Kilometer, haben wir's. 17. Hab ich noch. Ja, mal gucken, wo wir... gleich vor, wir bringen jetzt erstmal jeder. Ja, halt, wir bringen die erstmal weg und dann, wenn wir beide abgekoppelt haben, können wir selbst mal so reingucken, weil wir sprechen ja trotzdem, dann können wir direkt dahin fahren. Garantiert ist das eh wieder so, du musst dahin, wo ich bin und umgekehrt. Das haben wir schon öfters. Ja, also die Map kann ich mit dem Fall empfehlen, die ist cool. Was fährt da denn so drauf? Oder was würde mit welchen Bussen fährst du da denn nach? Also es sind die Standard zu fahren da nur drauf. Also es die sind ja nicht so mein Fall. Naja gut, du kannst natürlich die auf der Planetin hier über die mit dem Bus einfügen. Also ja, der, ich weiß. Der Solaris, den Solaris, der hat die standardmäßig drin schon. Naja. Der hat auch die Lackierung dazu, die passende. Ja. Und ja gut, die anderen müsstest du halt die Hofdateien hinzufügen, ne? Ja, auf Datei. Spielzeug. Ist jetzt nicht die Welt. Das ist jetzt, das kriege ich auch noch hin. Ja, glaube ich wohl. Ja, sonst, also wie gesagt, die Map. Aber ich habe einen neuen Bus. Für Omsi. Oh. Der sieht echt nicht schlecht aus, ey. Was ist denn das für einer? Wie heißt der? MAN. A37, schieß mich tot. Ah, ist das der mit diesem Hybrid-Teil, wo du vorhin nur eine Tür aufmachen kannst und die hinten automatisch ist? Nein. Die Schwenktür außen hin. Also hinten hat er zwei Außenschwenktüren und vorne zwei innen. Ja, dann ist das dieser neue, der hat dieses ganz neue Cockpit, was die neuen M1 haben, ne? Ja. Ja, den habe ich auch. Der ist mir heute Morgen aufgefallen, ich wollte mir den jetzt mal angucken. Kam da aber, wie weiß, noch nicht so weit dazu. Ich kann direkt sagen, der ist scheiße. Das halbe Armaturenbrett ist nicht nicht funktional, wie es eigentlich sein sollte. Also es bewegt sich da nur die Hälfte der Schalter, die sich eigentlich sonst bewegen hätten sollen dürften. Und ja, generell ist es irgendwie nicht. Boah, ey, wie fahr ich, ey, leck mich doch mal. So, ich bin jetzt bei dir. Ich bin am Einpacken. Let's Play Einpackfels, ey, leck mich doch mal. Endlich, ich glaub doch, bitte Marsch. So, lass uns mal gucken, wo wir als nächstes hinfahren. So. Ah, Jackpot. So, Aufenthaltsangebot. Ich denke mal so die Hälfte, also jetzt keine ewig lange mehr. Nö. Also ich denke mal so, ich weiß nicht, so 600 Meter maximal. Alles andere wird zu lang. Problem ist, ich habe nur 1600 Strecken.
Oh, ich hab hier auch nicht so viel Fels, fällt mir, sehe ich gerade. Was hast du denn? Lest einfach mal vor, zum Beispiel. Also ich habe Cap Verde, San Francisco, Bakersfield, Sierra Fiesta und Nogales. Hast du Sacramento? Ne, oder? Nope. Reno? Nope. Las Vegas? Nope. Phoenix? Nope. Tuscon? Also du hast, warte, was hattest du denn jetzt gerade nochmal? Du hattest San Francisco, oder? Ja. Dann fährst du nach San Francisco und ich nach Sacramento, das ist eine Stadt weiter. Also, ja, das ist aber weit, du weißt. Ja, dann, wenn wir unsere Folge voll haben, brechen wir halt erstmal ab. Okay. Das rennt und der Trödel ist nicht weg. Ja. So, wohin muss ich? Ja, ich muss genau dahin, wo du warst. Ey, leck mich doch mal. Ich muss genau dahin, wo du jetzt bist. Oh. Gut, dass da keine Nokulation mehr in die Fresse. Was passiert eigentlich, wenn man ineinander aus der No-Collision-Zone rausfährt? Ich glaube, das wird sehr lustig für einen. Ich kann mir vorstellen, dass das für beide lustig wird. Weiß ich nicht. Ich hab's nie ausprobiert und ich will's auch noch nie ausprobieren. Sollen wir das nicht mal testen? Mich würde es mal brennend interessieren. So, wir treffen uns hier vorne an der Kreuzung. Ja, ich sattel mal im Luft. Also mich würde es mal brennend interessieren, was dabei passiert. Können wir irgendwann mal noch zum Abschluss der Folge mal den Weg machen. Ich denke mal, so ein fliegender LKW sieht schon nicht schlecht aus. Ja. Wahrscheinlich bin ich da mal sicher am anderen Ende der Pampe oder so. Meistens so, oder? Ja. So, du hast jetzt noch keine Aufnahme, oder ist sie noch? Die läuft schon. Seit 6 Minuten. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja direkt erst davon gefangen. Ich bin richtig fällig noch, Alter, von gestern. Obwohl, ich hab nicht gefeiert, Alter. Keine Ahnung, ich war einfach gestern völlig fällig. Frag mich nicht, wovon. Gut, außer dass mein Arm bedeutend wehtut von rechts, boah, ey. Wir ja, können? Mir tat ja gestern auch weh. Gestern eine Schulsport Kugelstoßen ja. gemacht, ey, boah, ey. 4 Kilo, also Mark hatte 5. Ja. War nicht schön. Also ich habe meine 8-10 geschafft, keine Sorge, kein Problem, das war locker. Aber man merkt, mein Arm sagt schon einen guten Tag, ey. Boah. Also, ich sag mal so, das wollte ich jetzt gerade sagen, ja, wir haben genau 20 cm gefehlt bis zum Bus. War nicht das heißt, geil. Du hattest 37 hattest du dann, ja, Maxi. Genau. 20 cm mir gefehlt, bei 7,50 m hätte ich gemusst. Ja, ich musste 8 Meter und hatte 8,10. Ja, ist ganz. Kommt da jemand? No. Ich hätte doch mal irgendwie Lust, dass wir mal um. Oh, oh. Ich hätte doch. Ja. Hallo? Ich hätte auch mal Lust, dass wir im Omsi mal wieder zusammenfahren. Ja, so, mal. Wie gesagt, können wir auch Schmitterberg dann, ja. Wenn du so hast. Ja, wenn ich da, kümmere ich mich dann heute drum. Aber ich muss noch Videos kodieren, schneiden. Ich muss auch mein neues Video noch anfangen, oder meine neuen Videos. Ja, wie gesagt, ich mache gleich das mit meinem Computer hier und du kannst ja schon mal irgendwas anderes Sinnvolles machen. Ich werde gleich erstmal die letzte ATS-Folge schneiden, das habe ich ja 3 Stücke. Ja. Plus das Fernbus-Simulator-Video, was ich noch machen muss. Plus die Produkte und Trailers-Videos, die noch kommen. Ach, willst du wieder eine neue... Nein, es kommt keine neue Reihe. Es kommt einfach nur so ein paar Tipps und Tricks. Ich spiele jetzt auch schon über ein Jahr jetzt. Und ich denke mal, ich kann jetzt schon davon sprechen, dass mein paar Tipps und Tricks doch nicht schlecht sind. Oder man die auch aktuell gebrauchen kann im Spiel. Weil aktuell hängen wir in dem Spiel noch in dem Sommerloch. Nee, erstmal nicht. Aktuell hängen wir im Spiel noch im Sommerloch. Viel im Urlaub, nicht da, wenig Ware, oh, nervt das, ey. Ja, mein Vater hatte mir letzte Woche erzählt, warum ich abtat, da wäre wohl irgendwie, also ist jetzt nicht was mit unserem Kanal zu tun hätte, ne, wäre halt was Schönes gewesen, aber er hat die Internetseite leider nicht gefunden, wo es das gibt, das wäre so ein, war so ein, auch irgendwie so ein, ja, nicht Tippspiel, irgendwie so ein anderes Wünschspiel halt auch, und
Ja, der hat leider Nick davon nicht mehr und oh Scheiße, ich hab grad Standbild, so mit Witziger. Und da können wir auch was Geiles gewinnen, nämlich 2000 Euro. Und ja, ich sag mal so, die hätte ich gern, würde ich gerne. Wer will das nicht? Aber er hat mein Vater leider den Nick dazu nicht mehr. Aber wir müssen ja ein paar Autobahnen, oder? Davor. Halt! Passt. Eieieiei. Auf jeden Fall auf Omsi hätte ich mal ein bisschen Spaß mal wieder. Ja. Und wenn du das Ganze einfach haben willst, ohne groß viel Ressourcen fressen, nimm Tettau. Tettau läuft bei mir ja eh. Bei mir ist das komisch, weil ich habe keine Busse mehr in meiner Vehicles Data, ist mir heute mal aufgefallen. Außer den MAN, aber ich habe Omsi bis dahin doch nicht immer neu installiert. Vor allem Maps und so weiter habe ich alles. Ich habe nur keine Busse mehr da drin. Außer Gladbeck und. Wie konnte man nochmal Fernlicht ausmachen? L. Ah ja, ich hab's ja. Okay. Auf jeden Fall, da müssen auf jeden Fall nochmal ein paar Busse rein. Gibt's eigentlich Doppel Gelenker? Als ja. Mod aktuell? Gibt's schon ewig. Seit 2 Jahren oder so. Ich weiß, dass jemand in irgendeinem kostenpflichtigen Ettern ein Doppeldecker Gelenkbus drin sein soll. Aachen? Ja, kann sein. Habe ich ja, heute mal... Hatte mir Harry nämlich dann erzählt. Naja, ich habe es durch YouTube heute Morgen erfahren. Ja, ob es Aachen war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in einem Ettern was kommt jetzt. Hat mir gestern erzählt, wird es ein Doppelgelenker geben. Hier, yeah, das ist der, den Doppelgelenker macht hier, der Gladbeck gemacht hat. Oder macht. Der macht auch dann den Bus, soweit ich weiß. Jedenfalls fielen die gleichen Namen, deswegen denke ich mal, dass das der gleiche ist. Ja, und der erste, also das ist ja jetzt, der erste war ja wirklich nur ein Monitor, der ist ja nicht perfekt gewesen, war von Jevil Piece Gaming TV, der ja den YouTube-Kanal hat, der ist ja seit 600 Folgen fährt er ja um sie. Der hat ja den Mod da gemacht. Der ist natürlich nicht perfekt, das ist klar. Da vorne sind es welche. Achso, ja, bist ja eh bei. Ach, meinst du den Bus, hier wo der einfach nur noch eins, der hat einen ja, ganz ja, normalen genau. Gelenker genommen oder einfach nur einen dahin dran geklatscht? Ja. Oh, der sieht scheiße aus. Ja, gut, der ist halt, ne? Kommst du mal irgendwann langsam? Ich fahr ganz gemütlich. Ich fahre ganz entspannt, wie eh und hier. Wie spät haben wir das eigentlich? Halb zwei. Ja. Alles supi. Ja. Alles passt. Hier sind 2 LKWs, die müssen wir mal eben bauen. Arbeiten dran. Also ich fahre jetzt gleich in die Brücke unter der Durchführung Tunnel, meine Fresse. Ich bin ja schon hinter dem Tunnel, ich lass mal ein bisschen ausrollen. Also ich fahre genau jetzt in den Tunnel ein. Ja, ich bin schon weit hinter raus. Schon an der Kreuzung, also an der Abfahrt in der nächsten Nacht. Und deswegen das jetzt mal ausrollen. Na, hier vorne sind 2, sehe ich. Nur wow, was habe ich eigentlich? 28. Ich komme. Okay. Bin jetzt auch an der ersten Ausfahrt nach dem Tunnel. Durchgehend, ja, ja. Da sehe ich 600. Wie da ist. Ihm gibt Gummi. Da. In der Mucka. Also durchgehen 28 MS und deine 464 dann nicht vergleichen. Ah, ich habe wieder 400 und MS, das ist ja wieder schön. Ich kann aktuell nicht einsehen, ob unser Repeater mal wieder ein Update macht. Das macht er in letzter Zeit öfters. Boah, ey, das ist anstrengend, ey.
Oder meistens so abends, so um 8 Uhr oder so, ey, boah, ey, wo alle Leute gerne was im Internet machen und ich muss erstmal Repeater neu starten. Halt. Ja. Ihr habt doch auch einen, oder? Ja, bei mir im Zimmer. Das heißt, wenn du das nächste Mal kommen solltest, dann hast du richtig schön fetten Empfang. Also ich schieß jetzt gleich an dir dran vorbei, wenn du nicht mal ein bisschen Gummi gibst. Ja, schon dabei. Wer hat den bei euch eingestellt? Ich. Oh Mann. Ja, bist du denn das wahr? Ach so! Entschuldigung, ich hab gar nicht in den Speaker reingeguckt. Entschuldigung. Du darfst aber abmoderieren. Ja, das war's auch mit der nächsten Folge vom ATS kleinen Talk. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte auf jeden Fall auf unseren Kanal. Und sehen wir uns in der nächsten Folge, in der letzten Folge wieder. Also bis dann. Ciao, ciao und bye, bye. Ciao.